Hey, wir sind zu einer weiteren Folge von DSJ4. Ja, wir sind wieder zurück und ja, heute geht's weiter nach Kusamo. Ja, nachdem wir letztes Mal in Whistler waren, geht's heute nach Kusamo. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal die Qualifikation mit Seo Choi, dem Koreaner. Ja, mittlerweile, ich muss leider voraufnehmen, ich habe das erste Springen noch nicht gesehen. Denn ich bin diese Woche nicht da gewesen. Also heute wieder zurück, eigentlich. Und deswegen muss ich hier voraufnehmen. Und wir starten heute das Springen mit 133,5 Metern von Seo Choi. Weiter geht's mit Davide Bresadola. Der erste Italiener, die Italiener heuer wieder zurück mit dem Team wahrscheinlich sogar. Mal gucken, wie das dann so ist. Wahrscheinlich wisst ihr das Ergebnis schon. Ich müsste es eigentlich auch schon wissen, nachdem diese Folge erschienen ist. Aber jetzt noch nicht. Und hier 140 Meter von Davide Bresadola. Das war schon ganz anständig. Weiter geht's mit Manuel Poppinger. Auch der war ganz anständig. Ja, der war echt anständig. 143,5 Meter von Manuel Poppinger bringt im Moment in Führung. Aber die Noten waren noch ein bisschen ausbauwürdig. Das heißt, es kann durchaus sein, dass durch einen kürzeren Sprung doch gar nicht in Führung geht auch. Vielleicht Michael Heiböck. Ah, der fällt ein bisschen zu sehr ab hier unten. Aber trotzdem ganz okay. 133,5, das ist Rang 3, ist noch vor Seo Choi, aber trotzdem eher weiter hinten. Wir werden sehen, wie das reicht, denn die Schanze streut doch ein bisschen. Marat Schaparov. Ja, der Absprung war schön. Kann man nichts sagen. Und der geht auch schön dahin. Das waren 141,5 Meter, Rang 2, 0,6 Punkte hinter Manuel Poppinger. Da sieht man, was gute Noten doch mal hier und da ausmachen. Der nächste, Kilian Payer. Die Schweizer auch wieder ein Team stellen heuer. Und zwar öfters mal konstant. Wir werden es sehen. Hier auf jeden Fall mal guter Sprung. 140 Meter, Rang 3. Ex-Equo mit Davide Bresadola jetzt schon mal. Der nächste, Ance Lanišek für die Slowenen. Wenn, glaube ich, heuer auch ein ziemlich junges Team haben. Wir werden sehen. Hier jetzt mal gut unterwegs, 142 Meter, das ist Rang 3. Domen Prius, ja, ob man den diese Saison sehen, ist auch immer so eine Frage. Weil in der Quali vom ersten Springen war nicht dabei, das habe ich nämlich heute noch gesehen. Und hier, naja, 119,5, Rang 8, das wird wohl nichts werden heute. Richard Freitag ist der nächste, der dran ist, für die Deutschen. Wind hat ein bisschen auf Seite gedreht, also mal schauen, ob jetzt so weite Sprünge überhaupt möglich sind im Moment. Nicht ganz, aber 136 Meter, Rang 6 ist ziemlich mindestens besser als drei andere. Immerhin. Karl Geiger. Und wer weiß, was es im Endeffekt noch wert ist. So. Der Absprung war gut. Ja, er war auch weit, trotz nicht so guten Bedingungen. 139,5 ist im Moment Rang 6 und ja, hat wahrscheinlich auch gute Chancen, sich hier zu qualifizieren. Ante Semenic für die Slowenen. Okay, ganz okay unterwegs. Naja, das waren hier noch 136,5. Das ist Rang 7. Das ist durchaus in Ordnung. Evgeny Klimov für die Russen, die heuer auch mal wieder ein bisschen gemischter auftreten, wie ich sehe. Also man sieht viele neue Namen. Auch bei den Russen. Und hier landet er auf 133 Meter. Das ist im Moment der 11. Rang. Hinter Seo Choi, Michael Heiberg und Co. Und mal schauen, ob das im Endeffekt dann reichen wird oder nicht. Andreas Stjernen hat im Moment gute Bedingungen. Mal schauen, ob er die ausnutzen kann. Der Abspruch sah schon mal stark aus. Ja, der war gut unterwegs. Kommt auf 141 Meter. Rang 4. Markus Schiffner. Wer weiß, vielleicht kommt er auch noch ins Team dieses Jahr. Ich glaube, in der Quali war er dabei, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Hier war es schon mal wieder ein sehr guter Sprung. 142,5 Meter, gute Noten, das beschert im Moment die Führung vor Manuel Poppinger. Der nächste, David Kubacki. Auch der sah sehr explosiv aus und der ist auch hoch. Der war weit, der war auch nämlich hoch. Supersprung. 145,5 Meter von David Kubacki. Das beschert ihm mal ordentlich, klar und deutlich, die Führung. Supersprung.
Stefan Hohler jetzt. Ja, der war definitiv zu spät. Aber noch immer gut. Halbwegs zumindest. Naja, eigentlich gar nicht. 130. Rang 15. Das war wohl nix. Nächste, der jetzt runter darf, ist Andreas Kofler. Den habe ich diese Saison auch noch nicht gesehen. Hatte die Karriere beendet? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er einfach noch nicht ganz in Form. Auch der war gut. 144,5 Meter beschert ihn jetzt mal Rang 2. Alexei Romaschow. Für die Russen. Mal gucken, wo seine Reise hingeht. Ja, auch der war ganz gut. 140,5 Rang 7, alles um die 140 Meter. Das bahnt sich schon wieder an mit einem sehr hohen Niveau. Meist bin ich hier nicht so stark, weil so der kommt jetzt. Ja, der fliegt auch den tieferen Teil hier und kommt auf 132,5. Das ist nur Rang 17 und da wird er es schwer haben. Sebastian Coloredo jetzt. Gute Bedingungen gerade für ihn. Kann er die auch nutzen? Ich glaube nicht ganz. Bisschen zu viel Geschwindigkeit da oben verloren. Aber er kommt trotzdem noch gut runter. Auf 138 Meter. Das ist im Moment Rang 12. Mal schauen. Da kann man sich durchaus auch Hoffnungen machen. Daniel André Tander jetzt. Er erwischt einen Sprung wieder gut. Schon schöne Flugposition. Und landet bei 140,5. Also wiederum Rang 7. Also Ex-Equo mit Alexei Romaschow im Moment. Die ersten beiden schon qualifiziert. Weiter geht's mit Wojtek Sturza. Übrigens, ich habe Jakob Jan in der Qualifikation gesehen. Ich habe gehört, der hat die Karriere beendet. Ist jetzt aber doch dabei. Komisch. Auch Janne Ahonen ist dabei. Ich dachte auch, der hat seine Karriere beendet. Aber wie auch immer, 137,5, Rang 14. Kann sein, dass sie sich doch dann nochmal anders entschieden haben. Weil beide waren am Start. Matschekot. Sprung war schon mal gut. Weite auch. 140,5, Rang 12. Ja, man sieht hier sehr, sehr hohes Niveau ganz vorne. Und um sich zu qualifizieren, wird es dann doch schon schwieriger. Mackenzie Boyd-Close hat hier jetzt sogar teilweise leichten Rückenwind. Und für das war der Sprung eigentlich auch eh relativ gut. 136 Meter hier, Rang 17. Wir werden sehen, ob das dann im Endeffekt reichen wird oder nicht. Gregor de Schwanden für die Schweiz, auch schon ein längerer Gast hier in diesem LP. Und der war gut, auch der Absprung. Ja, das waren 141 Meter, Rang 9. Für diese Fälle ist es sehr, sehr gut. Weiter geht's mit Markus Eisenbichler. Wie wird's ihm hier gehen auf der Schanze? Erste Springer sind nicht qualifiziert. Sind heute gut unterwegs, 141,5. Wiederum Rang 7. Und dabei. Denis Kornilov. Für die Russen. Ja, der war eventuell ein bisschen spät, aber mal schauen. Ja. 135,5 Meter ist Rang 21. Ja, da wird er zittern müssen. Da fehlt noch einiges. Andreas Wellinger jetzt. Auch gut rausgekommen. Nimmt das Tempo gut mit. Kommt auch auf eine gut. Die Weite ist okay. 138,5 Meter. Das ist wiederum Rang 17. Und ja, man kann sich schon Hoffnungen machen mit den Weiten. Alex Insam für die Italiener. Er scheint dieses Jahr Bestandteil der italienischen Mannschaft zu sein. Hat sich auf jeden Fall qualifiziert für den Bewerb. 139 Meter hier, das ist Rang 16 und das ist ganz okay. Andreas Wank. Ein Österreicher, den ich aber vergessen habe diese Saison, ist Daniel Huber. Der scheint sich schon sehr gut in der Qualifikation geschlagen zu haben. Ah, naja. Auf jeden Fall hier Andreas Wank, super Sprung auf 142,5. Das ist im Moment Rang 3. Der nächste, der jetzt runter darf, ist Jarkko Meete. Für die Finnen. Der, glaube ich, dieses Jahr dann doch nicht so wirklich im Weltcup zu sehen ist, weil ich glaube, ich habe ihn in der Qualifikation nicht gesehen. Aber mal schauen, vielleicht ist er dann in Finnland mit dabei. 142,5 Meter auch für ihn, das ist Rang 5, das ist noch immer gut.
und auf jeden Fall mal qualifiziert. Piotr Schüller jetzt. Niveau weiterhin sehr, sehr hoch. Auch er kommt gut raus, hat ein paar kleine Probleme mit der Luft. Man merkt es sofort hier in der Weite. Und 135,5 ist das Ergebnis. Rang 24. Ja, wird schwierig. Lukas Schlawer jetzt. Der kommt gut raus. Der geht auch weit. Supersprung. 143,5 Meter. Rang 5. Weiter geht's mit Manuel Fettner. Ich weiß nicht, habe ich ihn gesehen? Ich glaube, ja. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Aber hier ist er jetzt nichts. Naja, doch. Geht doch weiter als gedacht. War, hat erst ziemlich flach ausgesehen, aber dann scheint doch relativ viel Geschwindigkeit mitgenommen. Rang 8 ist hier mit 142 Meter. Die Österreicher gut in der Qualifikation, bis auf Michael Halberg im Moment. Der ist auf Rang 29 von 34. Da wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber auch, wie ich predicted habe, Junjiro Kobayashi und Ryoyo Kobayashi im japanischen Team. Immerhin. Erstmal jetzt Junjiro Kobayashi. Ja, 137 Meter, Rang 23. Da ist er noch nicht dabei, aber kann sich durchaus noch Hoffnungen machen. David Siegel. Auch er in der Qualifikation gewesen. Da war ich froh, dass ich ihn genommen habe. Da habe ich gut predicted wieder mal. 141 Meter hier, Rang 14 nur mit dieser Weite, aber er ist mit dabei. Clemens Muranka für die Polen. Ja, der war auch gut. Kommt auch gut in die Flugphase. Kommt auch über die Hillsize. Und er belegt mit 142,5 Rang 9. Juri Tepes jetzt. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Ist er noch verletzt oder ist er einfach diese Saison ein bisschen schwächer? Ich weiß es nicht. Wir werden es wahrscheinlich noch erfahren, auch über eure Kommentare natürlich. Wäre super, wenn ich das erfahren könnte. Und hier 137,5 Meter mit Rang 25, muss er noch zittern. Mal schauen, ob es im Endeffekt reicht oder nicht, denn jetzt haben wir hier mal unseren Exoten mit Muhammad Irfan Sintima. Hat sich ja qualifiziert letztes Mal, aber im ersten Durchgang war dann trotzdem aus für ihn. Mal gucken, wie es ihm heute geht. Auch heute wird es nicht einfach für ihn. Hier jetzt 134,5 Meter, das ist Rang 33. Da ist er schon weit hinten. Also, mal schauen. Kevin Bickner jetzt. Schon langsam kommen wir in diesen Bereich, wo Leute schon gepunktet haben. Oder hat er gepunktet letztens? Ich weiß es schon wieder nicht mehr, meine Güte. Passiert. 139,5 Meter hier, das ist Rang 21. Da ist er gerade im Moment noch so qualifiziert. Daiki Ito jetzt. Ein bisschen Seitenwind mit dabei, aber der Aufwindanteil ist auch definitiv da. Oh, hat ein bisschen zu hart drauf gedrückt oben, aber reicht auf jeden Fall für 138 Meter. Und das ist im Moment Rang 27 und da ist er auch nicht allzu weit weg von der Qualifikation. So, jetzt haben wir den nächsten Finnen, Antti Aalto, den ich auch richtig predicted habe. Der springt auch diese Saison, wie es den Anschein hat, zumindest jetzt mal am Anfang. Weil das ändert sich mal, es ist ja doch noch über die Saison. Hier 131 Meter, Rang 40. Ist er nicht so wie letztens dabei, sondern nur vorletzter. Drittvorletzter. Okay. Weiter geht's mit Johan André Forfang für die Norweger, die diese Saison einen starken Eindruck machen in der Qualifikation. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ja, der ist definitiv auch nicht mit dabei. Wenn das hier so sieht, 129 Meter, Rang 42, der vorletzte Rang. So, weiter geht's mit Andreas Alamomo. Aufwind hat ein bisschen nachgelassen. Aber wird denn das stören hier im heimischen Gefilden? Nicht wirklich. Super Sprung, 143 Meter, das ist Rang 3. Und ja, kann sich schon mal sehen lassen, der Sprung. Sehr schön gewesen für diese Bedingungen. Taku Takeuchi jetzt. Auch er nur geringen Aufwind. Aber die Höhe, die er mitgenommen hat, war gut. Und das reicht ihn auch dann unten, trotz kleinerer Fehler. 139 Meter, Rang 24, damit ist er mit dabei.
Tatsächlich auch schon Sebastian Coloré mit so einem 138,5 dabei. Das heißt, mit 137,5 kommt man auch schon rein. Sebastian, sag ich schon. Kamil ist doch jetzt. Auch er gute Leistung. 140 Meter, Rang 21, kein Problem mit dabei. Nächster Österreicher, Clemens Aigner, auch diese Saison wieder dabei. Auch, glaube ich, morgen fürs Team nominiert. Also aus meiner Sicht aus. Natürlich. Das war ja schon für euch. Letzte Woche nämlich. Und hier 140 Meter, Rang 24. Ist dabei. Auch die beiden Esten waren dabei. Martin nochmal einer davon. Der sich sogar qualifiziert hat. Der andere nämlich nicht. Aber der kommt hier später noch. Martin nochmal. Ja. Guter Sprung. Definitiv mit dabei. 141,5. Rang 11. Schon langsam nähern wir uns den 50. Weiter geht's mit Simon Ammann. Ja, der war eher schwach, der Absprung. Und er wird auch definitiv dann im Bewerb nicht dabei sein. Hier Rang 48 und vorletzter Rang im Moment. Aber ich muss ja nur bis 40 hier runter, denn es sind ja schon 10 fix qualifiziert für heute. Stimmt, das habe ich vergessen. Weiter geht's auf jeden Fall mit Ryoyo Kobayashi, der doch auch einen freshen Eindruck macht mit seinem Anzug. Der Absprung war super. Ja, ein paar Fehler trotzdem in der Luft, auch nicht der Aufwind, dass er ganz nach unten kommt, aber der war auch gut. 139,5, Rang 24, damit ist er definitiv auch mit dabei. Weiter geht's mit Roman Kudelka und auch doch eher schwierigeren Bedingungen im Vergleich. Ja, der könnte noch Höhe mitnehmen, das tut er auch, sehr schön gemacht. 140 Meter, Rang 22. Weiter geht's mit Robert Johansson. Für die Norweger. Ich würde sagen, für die Schweden, warum auch immer. Auch er kommt gut raus und nimmt viel Höhe mit, aber die Bedingungen unten haben ihn nicht getragen. Aber für das war der Sprung wieder sehr gut, 142 Meter Rang 7. Genau, auch dieser Erste war in der Qualifikation dabei, hat sich aber leider nicht qualifiziert. Arti Aigro. Mal gucken, wie es bei ihm läuft. Hier zumindest, weil letztes Mal hat er ja schön gepunktet. Ein bisschen spät. Aber es geht sich trotzdem ohne Probleme aus für eine Qualifikation. 139 Meter. Rang 31. Damit ist er mit dabei. Knapp, aber doch. Weiter geht's mit Jernej Damjan. Für die Slowenen. Auch ja, glaube ich, nicht zu sehen eigentlich. Bisher. Mal schauen, ob er zurückkommt oder nicht. Diese Saison noch. Auf jeden Fall hier mal 137,5 ist Rang 35. Damit ist er im Moment knapp mit dabei. Gleich wie Jurij Tepes. Der nächste ist Ville Larinto. Auch ein heimischer Springer hier. Da hofft man schon, dass er sich auch qualifiziert bei seinem Heimspringen. Ja, der dürfte passen. 138,5, Rang 34. Jawohl, das passt. Knapp, aber doch. Stefan Leier. Im Moment braucht man um die 150 Punkte oder mehr, um sich zu qualifizieren. Naja, wird schwierig. Wird schwierig. 132 Meter, das ist nur Rang 49, das geht sich schon mal nicht mehr aus. Weiter geht's mit Kento Sakuyama. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, aber ich habe mal ins Team hinzugefügt. Kos Baum. Auch eher Schwierigkeiten. Könnte sich das ausgehen? 136 Meter, 100, Rang 43. Nein, geht sich definitiv mal nicht aus. Daiki Ito damit schon mal dabei. Zwei haben wir noch eine Chance, dass eben Jun Shiro Kobayashi und Wojtek Stursa sind. Aber mal schauen, wie sich's ausgeht. Jetzt mal William Rhodes, der doch dann schon fast leichte Rückenwindbedingungen verspürt hier. Aber er bekommt den Sprung irgendwie drüber. Und 38,5 und das Rang 39 und er ist damit mit dabei. Jun Shiro Jun Shiro Kobayashi wollte ich schon sagen. Antonin Hayek jetzt. Ja, der hat auch Probleme hier beim Absprung gehabt. Das war dann wohl eher ein Satz mit X.
Rang 55, damit ist er nicht mit dabei und Yujiro Kobayashi schon. Jetzt müssten eigentlich nur noch die Fix-Qualifizierten kommen, wenn ich mich nicht irre. Genau so ist es. Und das wäre Yakawala. Einer davon natürlich. Ja, durchaus okay. Aber wie gesagt, bei denen ist es egal, wie die springen. Die sind ja schon mit dabei. Und da gucken wir mal einfach. Auch Peter Priya ist diese Saison nicht so in Form. Beziehungsweise jetzt noch nicht, weil die Qualifikation war auch eher meh. Mal gucken, wie es dann so im Bewerb läuft. Das wird man dann eh sehen. Stefan Kraft jetzt hier. Hatte, glaube ich, die Qualifikation als Zweiter, Erster, Zweiter, Dritter irgendwo da abgeschlossen. Also auch wieder voll in Form. Und wie gesagt, hier ist es eigentlich egal gerade noch, wenn man springt, denn die sind ja eh schon fix mit dabei. Es geht so um den Vergleich ein bisschen, ob man es noch geschafft hätte. Oder nicht, wahrscheinlich ja, weil es immer so ist, dass immer ein paar Schwächere dabei sind hier und da. Aber trotzdem. Was ich auch erfahren habe, ist, dass Kenneth Gang sich verletzt hat. Dass er vielleicht nicht mehr zurückgekommen wird. Und all sowas, aber hier ist er mit dabei auf jeden Fall. Anders Fannemil. Mal gucken, was der jetzt so macht. Ja, auch gut, auch gut. Also die meisten hätten sich auch so qualifiziert, aber das sind jetzt nicht die bombastischsten Sprünge hier, die wir hier gerade sehen. Norek Kasai, auch noch immer mit dabei, aber natürlich ein bisschen zurückgefallen diese Saison wieder. Man merkt dann schon langsam auch das Alter wahrscheinlich bei ihm. Und er ist auch selber, schätze ich mal. Wie lange halt noch, ist die Frage. Das war ein guter Sprung für Stirnzauer. Rang 14 zumindest. Auch Robert Kranjec eher so in einer schwachen Phase. Der hat sich, glaube ich, nicht mal qualifiziert. Aber spätestens, wenn die Flugbewerber wieder kommen, geht es für ihn wieder ab. Das sehe ich schon irgendwie so ein bisschen kommen. Hier ganz durchaus in Ordnung. Und der letzte, der jetzt noch runter darf, ist Wladimir Zografski. Yep. Und das war dann die Qualifikation eigentlich. Yep. Genau so ist es. Es ist eigentlich nur Stefan Kraft nicht qualifiziert, sonst eigentlich schon alle, die sich qualifiziert hätten, hätten sich sonst qualifiziert. Also passt das schon. Ja gut, das war die Qualifikation. Wir sehen uns nochmal den besten Sprung von David Kubacki an. So, hier sehen wir nochmal den Sprung von David Kubacki auf 145,5 Meter. Man sieht, sehr schön weggekommen, sehr schön die Luft gehalten und ja, schöner Sprung im Allgemeinen. Ja gut, das war die Qualifikation. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Springt schon brav weiter.